Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, wie du schon in der Überschrift gelesen hast, beginne ich etwas Neues und es geht um die Geheimnisse des Lebens. Es geht darum, Hilfestellung zu leisten, dich zu unterstützen mit meiner Lebenserfahrung, indem ich über Punkte spreche, die dich interessieren. Ja, und da fangen wir doch gleich mal an. Und zwar geht es um die Bewertung. Ja, meine Lieben, die Bewertung, das ist so eins der allerschlimmsten Dinge, die es in unserer Gesellschaft gibt. Wir wachsen ja schon mit der Bewertung auf, also es beginnt im Kindergarten, dann in der Schule, im Beruf, ständig. Und die Werbung trägt natürlich auch dazu bei, es wird alles, alles, alles immer wieder bewertet. Jetzt möchte ich dir sagen, es hilft dir für dein persönliches Leben sehr, wenn du einfach aus dieser Bewertung herausgehst, also selbst nicht mehr bewertest. Das ist wirklich ein schwieriges Gebiet, weil wir alle ja sowieso automatisch bewerten und dadurch, ja, der eine sich denkt, er ist höher gestellt, der andere fühlt sich unterdrückt und es ist so die Bewertung letztendlich auch ein Machtspiel. Und es gibt es ja nicht, dass ein anderer Mensch Macht über dich ausüben kann. Denn eine Bewertung, wenn ich sie jetzt mal bewerten möchte, tut einfach nicht gut. Das ist kein schönes Miteinander. Zur Bewertung gehört auch die Akzeptanz des anderen, so wie er ist. Weißt du, es ist ja so, jeder Mensch hat in seinem Leben bestimmte Aufgaben, die die Seele sich ausgesucht hat und ja, die er so in seinem Leben durchläuft und dadurch ergeben sich auch Situationen, die vielleicht für dich nicht passend sind, aber für den anderen schon sehr wichtig. Und dann kannst du, finde ich, oder dann kann man das ja nicht bewerten und sagen, das ist schlecht oder das ist gut, weil es ist eine ganz individuelle Angelegenheit und das ist für den einen Menschen wichtig, das zu erleben. Und so ist es für den anderen Menschen sicher sehr hilfreich, wenn du ihn akzeptierst, so wie er ist und auch seine Lebenssituation, als wie in die Bewertung zu gehen. Das schafft einfach mehr Ruhe auch für dich, mehr Kraft, du bist mehr in deiner Mitte. Ja, und darauf kommt es ja an, in seiner Mitte zu sein, kraftvoll zu sein und dann seine eigenen Dinge zu tun. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ja, meine Lieben, und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann dürft ihr sie gerne hier unten reinschreiben. Und auch für andere Themen, vielleicht die für euch wichtig sind, wenn ihr da was möchtet, schreibt sie auch hier unten rein. Ich werde immer wieder so kleine Videos für euch machen, einfach um die Geheimnisse des Lebens, die Lebensweisheiten an euch weiterzugeben und dadurch letztendlich ein schönes Miteinander zu schaffen, ein kraftvolles, respektvolles Zusammenleben. Das ist mein Wunsch und so kann nämlich auch Frieden einkehren. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.